Heute gab es da wieder jede Menge zu quatschen im Video. Und ja, du hast Bock auf dieses Format, du hast draufgeklickt. Ich würde sagen, wir legen los nach dem Intro. So, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, Freunde der Sonne. Huster werden heute rausgeschnitten. Ich hatte jetzt volle Kanne erwischt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nichts, was jetzt die Impfung noch betrifft. Ne? Also ich habe einen Infekt, ich habe auch eine Blasenentzündung und meine Pilzinfektion ist halt auch wieder auf der Haut. Daran merkt man, das Immunsystem ist gerade nicht so geil. Ich habe auch Kopfschmerzen, wie so. Und durch diese Symptomatik musste ich am Montag einen PCR-Test machen. Und jetzt ist es hier so, wenn du das Video siehst, hoffentlich sind dann die Zahlen wieder runtergegangen oder noch höher. Aber bei uns ist momentan, und ich glaube, es wird witzig sein, das anzugucken, und ich höre, wie ich mich höre, dass ich sage, ja, wir haben jetzt hier 567. Lecko mio! Was ist denn los? Hey, das ist echt übel. Und anhand der Zahlen war das durchweg drin eben. Dann gehst du halt so durch so. Ja, wenn es in der Praxis nicht passiert ist, dann muss es da passiert sein oder da passiert sein oder da passiert sein. Naja. Ich verwende wieder die Trap Foundation. Na, von Puro Bio ohne Mikroplastik. Bisschen schütteln. Wo bist du, Pinselwasser? Das wird dich mal wieder reinigen. Ich bin so nachlässig, was Pinselreinigung betrifft. Ich habe heute alle möglichen Flecken auf dem Gesicht. Kein Wunder. Meine Haut ist halt mega gestresst gerade. Ist aber immer, wenn ich krank bin. Und jetzt musste ich halt gerade, ich habe glaube seit 10 oder mehr Jahren kein Antibiotika mehr genommen. Und jetzt muss ich halt Antibiotika nehmen. Ich mir halt auch gedacht habe, so durch die Impfung und alles kriegt es mein Körper gerade echt alleine überhaupt nicht hin. Das merkt man auch, das ist relativ langwierig gerade. Und ich kriege halt davon so Magenschmerzen. Ich bin halt schon so ein bisschen von dem Antibiotika her so ein bisschen benommen auch. Aber ich werde wieder. Das Einzige, was zählt, ist, dass ich jetzt einkaufen gehen kann. Ich habe mir gestern halt schon so Ding angeguckt, Fantastic Foods Sachen. Es war ja vorher alles vegetarisch und da habe ich schon geguckt, so was ich bestelle, wenn ich nicht einkaufen gehen kann. Und gestern, also das lief so ab. Ich habe meinen PCR-Test gemacht. Mein Arzt gesagt, ich soll das machen, weil es gab halt einen Fall bei ihm. Und da ich Symptome zeige, muss ich auf jeden Fall einen Test machen. Ich wusste nicht, war es der Patient davor oder danach, kann jeder gewesen sein. Und da ich eben Symptome hatte, habe ich jetzt den PCR-Test machen müssen. Und er hat aber schon gesagt, so, ja, bei uns sind die Zahlen so hoch, das Labor kommt nicht mehr hinterher.
Und so war es auch. So war es auch. Dann musste ich halt den ganzen Montag abwarten. Da ist sie ja schon echt komisch. Das hat mich halt dann schon auch gestresst. Das ist ja auch normal. Und da musste ich auch noch gestern den ganzen Tag machen. Und da war ich halt nicht, ich war nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Ich hätte Videos drehen sollen. Vergesst es. Morgens ging es noch, aber ab Nachmittag habe ich erstens eh alle paar Minuten aufs Handy geklotzt dann. Du selber sagst dann ganz schnell so, ach, das kann nicht sein. Das kann nicht, du bist nicht infiziert. Aber bei den hohen Zahlen hier auch, kannst du es halt echt nicht mehr ausschließen, so, ne? Das war halt echt, also am Montag schon irgendwie komisch, weil ich war da in der Infektionssprechstunde von meinem Arzt und da kommt ja, also die Angestellte geht da nicht mehr raus, die bleibt dann in ihrem abgeriegelten Raum und nur der Arzt empfängt dich sozusagen. Und das ist dann schon komisch, wenn du dann so unter Verdacht stehst und so. Ich finde es immer noch komisch. Das ist jetzt zwei Jahre, oder? Anderthalb, wo wir damit zu tun haben. 2 Jahre? Ist das schon 2 Jahre? Nee, das ist noch nicht so lang. Anderthalb. Und ich habe mich da halt immer noch nicht dran gewöhnt, muss ich ehrlich sagen. Das ist dir immer noch unangenehm. Ja, so ist das, nicht wahr? Bloß hier gab es halt von gestern auf heute einen Anstieg von 80, Leute, 80. Jetzt sind wir halt über 600. Ich weiß gar nicht, warum, wieso das ist. Also ich denke halt, dass es diese 3G-Regel am Arbeitsplatz schuld ist. Weil wir hier ja doch eine Industriestadt sind und deswegen das halt jetzt so krass ist. Naja. Ach, was verwende ich hier übrigens? Den Puder hier von Alverde. Das hier habe ich jetzt auch gerade zwischendrin verwendet. Man sollte natürlich auch die Hand vorhalten. Ja. Ich denke, den Puder werde ich aufbrauchen. Das ist so ein Produkt, das nützt man halt einfach auch. Ich weiß übrigens, ach, das bringt gar nichts, euch da jetzt drüber zu erzählen, weil ich von der Produktion her ja schon vorproduziere eigentlich. Und obwohl, ich bin mir ja am Überlegen, noch nach dem 24. ein, zwei Videos zu machen. Aber eigentlich glaube ich, mache das nicht. Ich höre ab dem 24. wieder auf. 24. Dezember kommen die letzten, also kommen die letzten Videos. Mal gucken. Und dann bin ich bis Februar wieder weg. Das wird mir auch ganz gut tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen maskiert. Sind aber die roten Flecken Gott sei Dank weg. So, YouTube hat die Daumen-runter-Funktion deaktiviert. Und das ist selbst für mich, fürs Auge auch so ein bisschen komisch, muss ich sagen. Das ist halt schon ungewöhnlich, aber man merkt halt schon Auswirkungen darauf, dass halt weniger Interaktion ist, ne? Was natürlich auch nicht gerade positiv ist. Also ich habe gestern auch ein Video angeguckt, wo die Funktion auch als wichtig dargestellt ist, dass du halt eben, wenn du Videos in deine Timeline reingespült bekommst, die du nicht gut findest,
die nicht zu deinem Content passen oder zu dem, was dich interessiert, dass wenn du da einen Daumen nach unten gibst, ist eben wichtig für YouTube, erst dir das nicht mehr anzuzeigen. Aber das sind die wenigsten Fälle. Bei mir jetzt. Ja. Bei mir jetzt speziell. Ach so, ja. Ach so, ach so, ach so. Das ist jetzt der Prozess, ne? Dick. Ich habe so nichts mehr im Kühlschrank, so absolut nichts mehr. Ein Glas Aufstrich und das war's. Ich habe schon lange nicht mehr so dumm aus der Wäsche geguckt. Ohne Witz. Ich wollte jetzt mal wieder zum Türken gehen, mir diverse Bohnen holen auch. Ich bin heute zittriger als sonst hier, das ist ja wild. Bei meinen Augenbrauen ist es immer so, die werden halt grau. Ich werde bei den Augenbrauen bin ich als erstes grau geworden. Kopf natürlich jetzt auch, ist klar. Aber gerade bei meinen Augenbrauen sieht das so komisch aus. Das sieht dann aus, wie als würde, als hätte ich Löcher dann da drin. Ich habe schon so von meiner damaligen Zeit, wo ich halt die zu sehr gezupft habe, mich schon Löcher, aber so wild ist es jetzt auch wieder nicht. Und überall da, wo es grau ist, sieht es halt von weiter weg aus, als hättest du ein mega Loch in der Augenbraue. So, was machen wir jetzt? Machen wir ein bisschen Platz. Ich dachte mir, ah ja, Highlighter. Das ist mein Highlighter von Lavera. Ich muss an meinen Sachen immer riechen, weil die halt doch alt werden bei mir. Und gerade so Cremeprodukte. Zauberhaft. Noch nicht ganz. Aber fast. Ich habe mich für zwei alte Lidschatten entschieden, die ich halt immer noch habe und auch mal nutzen möchte. Den hatte ich ja schon mal jetzt vor kurzem. Die zwei gibt es ja nicht mehr. Ich mache wieder nichts Besonderes. Ich werde tatsächlich immer wieder gefragt, warum das nichts ist, Schimmerlidschatten und so. Ich bin jemand, ich habe keine starken Falten, die habe ich halt nicht. Aber die paar Fältchen, die ich habe, werden natürlich durch so Schimmerzeug unwahrscheinlich gut betont, weil das legt sich ja an die Falten rein. Das ist ja ganz normal. Deswegen
Wenn du älter bist, Glitzer kannst du schon verwenden. Wobei man da immer ein bisschen drauf achten muss, ne? Also, ist es Plastik oder ist es, was ist es? Mir ist auch bewusst, dass ich da ein bisschen mehr darauf achte als manch ein anderer von euch. Und ich da andere Ideale habe. Es ist halt wichtig, dass du dir Ideale aufbaust und eben zum Beispiel bei mir ist es, was meine ich damit? Bei mir ist es so, ich kaufe nichts von Nestlé. Ich kaufe nichts, was zu L'Oréal gehört. Das heißt, auch vegane Unternehmen, die zum Nestlé-Konzern gehören, die boykottiere ich halt. Na, also, die kaufe ich auf keinen Fall. Aber das sehen halt, das sieht halt nicht jeder so. Na, und das ist aber wichtig, dass du dir halt Ideale für dich aufbaust, dass du zum Beispiel sagst, ich möchte nichts von Unilever zum Beispiel und von keinem Konzern, der zu Unilever gehört beispielsweise. So habe ich ja auch schon vor Jahren gesagt, als Sante sich von L'Oréal hat aufkaufen lassen. Gut, dann ist halt rum jetzt so. Also nicht Sante, sondern Logocos allgemein, das ist ja der ganze Konzern. Und ich nutze die Sachen ja auch nicht mehr. Bei mir ist es anders bei Unilever. Da ich ab und zu mal Unilever-Produkte, ich versuche das so wenig wie möglich zu konsumieren, aber ab und zu sind halt doch Unilever-Produkte dabei. Gerade im Sommer halt zum Beispiel ein Eis beispielsweise. Aber das halt auch nicht primär. Ich versuche mich schon rauszuwringen. Und da finde ich es halt einfach irgendwie Blödsinn, wenn ich sagen würde, ja, Unilever, ich hasse es, dass Paula's Choice von Unilever aufgekauft wurde, deswegen nütze ich die Sachen nicht und so weiter und so fort. Aber sich von Unilever ein Eis reinkaufen, so, das geht halt auch nicht. Das ist so. Deswegen, wenn das auch für Außenstehende manchmal gar keinen Sinn ergibt, mach einen Sinn für dich selber daraus, ne? Das ist ganz wichtig. Mir sitzt heute die Zeit so ein bisschen im Nacken, muss ich ehrlich sagen. Da ich einfach gestern und vorgestern nichts gemacht. Doch vorgestern habe ich ein Video produziert, eins wenigstens. Aber gestern halt nichts. Den ganzen Tag musste ich. Also, wie gesagt, morgens ging es noch. Den Morgen konnte ich so gut wie es geht irgendwie verschleudern. Zu was anderem war ich ja nicht in der Lage. Rausgehen darfst du ja auch nicht, wenn du dein Ergebnis nicht hast. Also das konnte ich ganz gut verschleudern. Aber dann am Nachmittag. Oh, wow. Gott, habe ich mich gerade vorhin gefreut, als ich das Handy angemacht habe und mir einfach nur gedacht habe, yes! Ich zitter heute voll rum, das ist ein Hammer. Aber das gestatte ich mir, weil, wie gesagt, ich bin immer noch nicht fit. Also,
wenn ich rückblickend was zu 2021 sagen darf, dann sind ein paar Sachen richtig dumm gelaufen bei mir, echt richtig, richtig dumm. Mal von dem Bandscheibenschaden abgesehen. Boah, das war übel. Das war echt übel. Ja, jetzt mache ich halt die ganze Zeit keinen Sport. Bin wieder volle Kanne draußen. Weil solange ich nicht gesund bin, mal schon von der Blasenentzündung abgesehen, kann ich ja halt nichts machen, weil ich will es ja wegkriegen. Und das schlägt sich halt, oder das, auch das schlägt sich auf meinen, also ich habe ja eine Tracking-App fürs Abnehmen. Und wenn ich mich halt nicht bewege, dann ist da halt auch nicht viel drin in Bezug vom Essen. Also ich habe es gestern gemerkt, da habe ich mir deswegen auch schon die ganze Zeit Kopf drum gemacht, wenn ich nicht rausgehen darf. Ich kann mich auch fast nicht bewegen. Das heißt, ich muss mich hier mit irgendwelchen Workouts über Wasser halten. Zum Laufen bin ich natürlich jetzt auch wieder komplett draußen. Ja, eigentlich eine ganz gute Kondition so. Wieder eine gute Kondition. Na, mal gucken, wenn es mir bis Freitag besser geht, dann gehe ich am Freitag noch ins Fitnessstudio. Mal schauen, ob da jetzt auch 2G plus ist. Also, dass die halt nur noch Geimpfte und Getestete reinlassen. Weil, wie gesagt, bei uns ist es so hoch jetzt gerade. Sprung. Das ist echt brutal. So. Ich glaube, das ist mir heute ganz gut gelungen. Und deswegen habe ich, glaube ich, den P2-Lidschatten auch behalten. Das ist ein schwarzer. Es sieht gar nicht so aus. Aber wie die meine Zitterei, das ist ja grandios. Ja, guter Lidschatten auf jeden Fall und natürlich matt. So, ich bin fertig. Und ich will tatsächlich meine Haare wieder ein bisschen länger wachsen lassen, habe ich mir jetzt gesagt. So, am besten gefallen habe ich mir mit langem Pony und langen Haaren. Bis es dann wieder anders ist und ich mich wieder entscheide, wieder kürzere Haare zu haben. Ach, das war für den Sommer schon ganz okay, muss ich sagen. War es echt ganz okay. So, Freunde der Sonne, ich melde mich ab. Sag danke fürs Einschalten. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Und pass auf dich auf. Ne? Steck dich nirgendwo an. Und wenn es soweit ist, dass du dich angesteckt hast, bleib auf jeden Fall zu Hause. Unsere Gesundheitsämter haben aufgegeben hier. Die benachrichtigen nicht mehr. In diesem Sinne sage ich danke fürs Einschalten und ja, wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.